So Leute, willkommen zu einem neuen Video! Wow. Oh yeah. Und ich spreche mit. Ah, grüezi wohl. Ja, grüezi wohl. Wir sind Brüder, ich lerne Deutsch. Und ich bin der Ziegenbert. Und ich habe eine Frage. Ich leite einen Bauernhof. Haben Sie dort zum Beispiel. Wir beide leiten einen Bauernhof. Jo, wir sind halt Brüder. Was? Alles. Guten Tag. Vom Telefon von Amazon.de, wie kann ich helfen? Jo, grüezi. Grüezi. Wir sind Brüder Jean und Ziegenbert. Ja. Und verstehen Sie uns überhaupt? Ich verstehe Sie, ja. Okay, perfekt. Das freut mich. Darum, wir leiten einen Bauernhof. Seit 75 Jahren schon. Familienerbe. Und ich weiß nicht, ich sehe es. Ja, hallo, ich bin Max und ich kann Hochdeutsch und ich versuche zu übersetzen. Bestellen. Willst du was bestellen? Ja, ich übersetze, ja, für dich. Ich übersetze das. Ja, das ist gut. Max. Ja. Ja, Ziegenbert. Treuer von Mach. Olm, das reicht. Jo, was reicht? So viel Scherz reicht. Ey, was reicht, ey? Ey. Zu viel Scherze machen, ja? Was Scherz, ey? Ich bin ehrliche Person, ja? Herzlich willkommen beim Kundenservice von Amazon. Mein Name ist. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Guten Tag. Ja, hallo. Ja, ich hätte eine Frage. Wie sieht es so aus wegen einer Spitzhacke? Denn eine meine. Spitzhacke? Ja, denn ja. Meine ist letztens, wo ich sie in die Lava reingeschmissen habe, ist sie leider, ja, halt kaputt gegangen. Okay, also haben Sie es letztes Jahr von Amazon bestellt? Nee, da nicht, da habe ich sie aus dem Baumarkt gegönnt. Jetzt wollte ich halt hier fragen, ob sie gutes deutsches Dings haben. Gutes deutsches Dings? Was meinen Sie damit? Ja, Dings. Ja, Dinge. Er meint damit diese Spitzhacke. Ja, okay, das Dings halt. Wir müssen wissen. Natürlich, das können Sie ganz normal von unserer Webseite bestellen. Ah, okay, also hätten Sie das mit legiertem Edelstahl? Hätten Sie das? Das wäre denn halt besser. Edelstahl? Ja, legiertem Edelstahl, wenn es geht. Ja. Ich schaue da mal ganz kurz zu Sie, ne? Ja. Ah, sehr freundlich von Ihnen. Ja. Also, schauen wir mal. Ja, also, da können Sie auf unsere Suchleiste reinschreiben: Spitzhacke mit legiertem Edelstahl, und da kommen ein paar Artikel raus, aber ob es Ihren Erwartungen entsprechen würde, kann ich Ihnen jetzt nicht im Voraus sagen. Okay, wüssten Sie ungefähr, wie viel das kosten würde? Muss da mal ganz kurz nachschauen, so ungefähr 30-40. 30 okay. Bis 40 Euro. Also eine echte Spitzhacke. That's it, Brian? Yes.